Hallo, herzlich willkommen zu Case King TV. Heute mal mit einem Video der anderen Art. Heute zeigen wir euch, wie ein 2011 Kühler auf einem entsprechenden Mainboard installiert. Dazu natürlich auch, wie ihr den CPU selber richtig einlegt. Dazu haben wir hier schon mal alles vorbereitet. Wir haben ein X79 Mainboard hier. Wir haben einen Kühler von Prolimatec, den Armageddon, das entsprechende Befestigungsmaterial. Die CPU selber, hier in dem Fall jetzt ein 3930K und zwei Lüfter für den Kühler. Wärmeleitpaste, Schraubenzieher, etwas zum Verteilen der Wärmeleitpaste und, weil ich jetzt hier keine elektrostatische Unterlage habe, Handschuhe mit elektrostatischer Bestichtung, also anti-elektrostatisch natürlich, und damit uns hier nichts kaputt geht. Nun, es gibt einige Sachen zu beachten und diese zeigen wir euch jetzt im Detail. Als erstes ziehen wir uns natürlich die elektrostatischen Handschuhe an. Wenn ihr eine elektrostatische Absicherung anderer Möglichkeit habt, dann tut dies. Ihr habt nun im Gegensatz zu den vorigen Sockelvarianten beim 2011 gleich zwei Haken. Früher war dort nur einer. Ihr macht zuerst den ersten hoch. Dies seht ihr daran, dass hier ein offenes Schloss ist mit einer 1. Das bedeutet, diesen zuerst aufmachen, wenn ihr öffnen wollt. Auf der anderen Seite seht ihr ein geschlossenes Schloss mit einer 1. Das bedeutet, den beim Schließen zuerst runterdrücken. Wir haben also Hebel 1 hochgemacht, Hebel 2 hinterher und können dann den ganz hochklappen und den ganzen Sockel anheben. Die Schutzfolienkappe nehmen wir dann ab und haben auch schon alles freiliegen. Dann brauchen wir unsere CPU und haben hier eine kleine Markierung in der Ecke. Diese finden wir auch auf dem Sockel wieder. Das heißt, hier entsprechend des Sockels aufgelegt und zuklappen. Jetzt nicht vergessen, zuerst diese Seite zum Schließen. Das heißt, den hier herunter, darauf achten, dass ihr hier auch drüber seid, über dem Sockel. Und dann runtergedrückt und nochmal runtergedrückt und eingehakt. Und fertig ist der CPU montiert auf dem Mainboard. Weiter geht es natürlich nun erstmal dann mit Wärmeleitpaste oder wahlweise mit der CPU-Halterung. Je nachdem, ob ihr Angst habt, an die Wärmeleitpaste zu kommen, bietet sich das dann im Zweifel nach der Montage der Halterung an. Ich mache das jetzt hier mal vorher, trage also etwas Wärmeleitpaste auf gleich wieder zu, damit ihr euch nicht irgendwo vollschmiert. Wenn ihr nichts anderes zur Hand habt, behelfe ich mir immer mit einem kleinen Stück Pappe. Damit kann man eigentlich sehr gut Wärmeleitpaste verteilen. Hier in dem Fall auch die PK1 von Prolimatec, von denen wir auch den CPU-Kühler nutzen. Und die Wärmeleitpaste entsprechend dünn verteilen. So, wenn ihr jetzt den Großteil dünn bestrichen habt, wie es bei mir jetzt hier der Fall ist, ein, zwei kleine Stellen sind auch offen, aber das ist nicht der Rede wert. Das verteilt sich dann nochmal durch die CPU. Wenn ihr ein bisschen auf den Sockel gekommen seid, hier auf die Halterung einfach kurz mit ein bisschen Papier wegwischen. Das ist nicht weiter schlimm, da tut es niemandem weh. Kommen wir zur Halterung. Als erstes brauchen wir bei Prolimatec zumindest diese zwei Halterungen. Bei anderen CPU-Kühlern könnte das natürlich auch anders aussehen. Schaut euch am besten immer die Anleitung an. Das gilt natürlich insbesondere auch für alle anderen Kühler und CPUs, die ihr sonst so habt. Immer vorher gucken. Was nun ganz wichtig ist, bevor wir diese hier aufbringen können, ist anders als bei den anderen, wir brauchen hier keine eigene Backplate. Aber wir brauchen ein spezielles Mounting-Kit für den Sockel 2011.
holen wir es uns einmal heraus. Das sind vier Schrauben, die ihr hier in den Sockel direkt reinschrauben könnt. Recht einfach gehalten, weil ihr hier auch gleich mit dem Daumen einfach schrauben könnt. Schön mit dem Finger einfach schrauben, festgezogen. Und auf diese Schrauben kommen dann gleich unsere Halter rauf, damit diese auch einen sicheren Stand haben. Einmal und zweimal. Jetzt die vier Schrauben zum Befestigen dieser Halterung. Sind Prolimatex so ein bisschen wie eine Mutter, ein bisschen größer, damit ihr sie halt auch einfach mit den Händen einfach befestigen könnt. Wenn das nicht schnell und einfach war, weiß ich auch nicht. So, jetzt haben wir im Grunde genommen schon viel vorbereitet. Wichtigste jetzt, das Einfachste auch, ist der CPU-Kühler. Wir haben hier jetzt den Prolimatec Armageddon gewählt, ganz einfach, weil wir hier entsprechend auch Lüfter befestigen könnten, ohne dass diese den RAM-Bänken im Weg sind. Ganz wichtig, bei jedem CPU-Kühler, ihr habt immer eine Schutzfolie unten drauf. Diese auf jeden Fall abziehen, sonst sind eure Temperaturen wirklich jenseits von gut und böse. Wie ihr sehen könnt, wenn wir diesen jetzt hier aufsetzen, verdecken wir die RAM-Bänke nicht im geringsten. Das ist dank der schmalen Tower-Konstruktion, die Prolimatec hier beim Armageddon hat, der Fall, hilft uns also sehr. Dann die nächste Halterung. Diese wird hier in der Mitte rübergeschoben und ihr habt zwei Vertiefungen im Boden vom Kühler. Das heißt, dort müssen sie rein und dann habt ihr hier die Möglichkeit, entsprechend die zwei restlichen Schrauben noch zu befestigen. Diese könnt ihr auch mit den Fingern anziehen, aber wir haben halt auch die Möglichkeit, diese mit einem Schraubenzieher zu befestigen. Festgezogen und dann haben wir auch den CPU-Kühler fertig montiert. So, da geht nicht mehr. Jetzt gucken wir hier nochmal. Mit den Fingern werdet ihr es nicht ganz fest bekommen, weil das soll schon wirklich fest sein an den Stellen und fertig montiert. Ist unser 2011 Kühler. Hier, wie gesagt, der Prolimatec Armageddon. So, wenn wir nun schauen, wir haben uns hier Bitfinex Spectre Pro Lüfter noch ausgesucht, in schwarz-blau, passend zum Mainboard. Müssen wir natürlich hier noch Lüfter installieren. Das heißt, wenn wir diese so installieren, könnt ihr sehr gut sehen, dass die RAM-Bänke noch komplett nutzbar bleiben. Ja, ihr könnt hier also RAM ohne Probleme installieren, auch mit hohen Kühlkörpern, gar kein Thema. Um die Lüfter nun zu befestigen, legt Prolimatec noch diese Klammern bei. Die installieren wir jetzt nicht, nur dass ihr sie gesehen habt. Ihr könntet diese jetzt also hier über den Lüfter stülpen und dann ganz einfach so einhaken. Wir machen es einfach mal, damit ihr es wirklich komplett gesehen habt. Einhaken und fest ist er. Den zweiten spare ich mir jetzt. Jedenfalls ganz wichtig zu sehen, die RAM-Bänke bleiben mit diesem Kühler komplett frei. Wie ihr gesehen habt, wir haben uns diesen CPU-Kühler nicht ohne Grund ausgesucht und euch nicht ohne Grund diesen Prolimatec Armageddon vorgestellt, denn bei ihm können wir zwei Lüfter montieren, ohne dass wir den RAM-Bänken in die Quere kommen. Das heißt, unsere ganz klare Empfehlung aktuell für den 2011-Sockel ist der Prolimatec Armageddon, bekommt ihr natürlich bei uns im Shop. Ich hoffe, wir konnten vielen von euch damit eine kleine Hilfe geben. Trotzdem lest die Bedienungsanleitung, wie ihr euren CPU-Kühler montieren müsst, wie ihr eine CPU installiert. Das ist wichtig, nicht, dass euch irgendwas kaputt geht dabei. Und beim Sockel ganz, ganz vorsichtig, bei den Pins geht sehr schnell was kaputt am Mainboard. Insofern
freue ich mich, euch eine Art Tutorial-Video geboten haben zu können. Und wir sehen uns wieder, wenn es auch beim nächsten Mal heißt, hier ist nicht Standard.